So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Montag, es ist selbstverständlich Gym Time. Wir sind hier im Uni Gym und es gibt wieder ein Video aus der Reihe Der größte Fehler beim. Ich glaube, dann sind wir auch fast durch. Wenn nicht, schreibt unbedingt runter und ansonsten Playlist, da ist das Video jetzt auch schon drin. Und schaut euch wirklich da die größten Fehler bei jeder Muskelgruppe an. Heute geht es und bitte versprecht mir, so wie bei den Beinen hat das super funktioniert, bitte versprecht mir dann Daumen hoch zu geben und das gut zu klicken, damit ich weiß, dass ihr interessiert seid an Beintrainings und heute eben an den Waden. Heute gibt es ein Video, nicht nur der größte Fehler beim Wadentraining, sondern ich fasse alles nochmal zusammen zum Wadentraining, was ihr wissen müsst. Alle Tipps, wie gesagt, der größte Fehler kommt auch gleich. Bitte guckt das Video und wir fangen direkt einfach mal an mit dem größten Tipp oder mit dem allergrößten Fehler überhaupt. Und zwar die Waden nicht zu trainieren, weil man sich auf seiner Genetik ausruht. Und die mit großen Waden können sich da ruhig ein bisschen drauf ausruhen, aber die mit der schlechten Genetik, die meine ich. Ich zum Beispiel. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, ach, wow, das ist reine Genetik, ich kann da eh nichts machen und deswegen trainiere ich die Waden nicht. Mach das bitte, bitte, bitte nicht. Man kann aus einer grottenschlechten Wade jetzt keine Hyperwade machen, aber man kann sie besser machen, man kann sie verbessern. Glaubt mir, ich bin da der Experte, ich habe die grottenschlechteste Veranlagung für Waden. Der Ansatz ist so hoch, so ein kleiner Muskelbauch, aber wenn ihr sie trainiert, wenn ihr sie richtig trainiert mit den Tipps gleich, die ich euch gebe, dann sieht sie einfach trainierter aus und dann sieht es nicht ganz so bescheuert aus, wenn so die Waden völlig untrainiert aussehen. Deswegen auf jeden Fall als erster Tipp, trainiert die Waden. Wie oft? Direkt zweiter Tipp, trainiert die Waden nicht zu selten. Trainiert die Waden mindestens, wie alle anderen Muskeln, mindestens zweimal die Woche. Punkt. Einfach, wirklich, glaubt mir. Und, das gehört auch noch zum zweiten Tipp, ich schreibe das da oben mal so als Tipps drunter, bitte mal auch Prioritäten setzen beim Wadentraining. Nicht immer nur zum Schluss, wenn man noch 2 Minuten hat und dann so ein bisschen auspowern. Nein, nehmt die Wade wirklich als Muskel. Setzt mal da so viel Zeit ein wie in im Bizeps-Workout zum Beispiel. Und trainiert die Waden ordentlich, zweimal die Woche mindestens. Dritter Tipp ist, nicht nur eine Übung zu machen. Und eine Übung meine ich, es gibt eigentlich grob gesehen 3 Übungsarten für die Waden. Es gibt stehendes Wadenheben, da gibt es ganz viele unterschiedliche Maschinen, da gibt es unterschiedliche Sachen, auch an der Multipresse, wo ihr euch irgendwie was drunter legt und so weiter. Vom Prinzip stehend, Oberkörper ist aufrecht und wir drücken aus der Wade. Zweites, ganz typisches, haben die meisten Gyms, ist ein sitzendes Wadenheben, auch eine sehr, sehr, sehr gute Übung. Ich komme gleich dazu, warum ihr alle machen solltet. Und dann gibt es eigentlich noch so eine dritte Variante und das sind so die Donkeys. Studien zeigen sogar, dass das die größte Aktivität in der Wade auslöst. Das Problem ist, dass viele, also es gibt ein paar Gyms und das finde ich super, wenn die so eine Donkey-Maschine haben. Es gibt wirklich Maschinen für Donkeys, ganz, ganz fantastisch. Ani hat sie eben sonst früher irgendwie mit Leuten auf dem Hintern gemacht und hat sich da irgendwas zusammengeschustert. Ich weiß, dass ihr das nicht machen werdet, deswegen könnt ihr auch meiner Meinung nach wirklich an eine Beinpresse gehen. Schaut mal, welche Beinpresse da vom Winkel ähnlich ist wie so eine Donkey-Maschine, also vergleicht da mal so ein bisschen und dann könnt ihr Donkeys auch wirklich super an der Beinpresse machen. Bei Donkeys haben wir einfach den Vorteil, dass der Oberkörper nach vorne geneigt ist, aber die Beine trotzdem fast gestreckt sind. Und da komme ich jetzt direkt zum Punkt. Man sollte die Waden eben sowohl mit gestreckten Beinen als auch mit angewinkelten Beinen machen, weil, das wisst ihr auch schon durch meine Top 3 Videos und so weiter, angewinkelte Beine, also im Sitzen zum Beispiel, treffen wir eher den Soleus, also eher den unteren seitlichen Teil, der so unter dem Gastrocnemius ist, auch ganz wichtig, ganz, ganz wichtig für, wenn ihr so ganz, ganz schlanke untenrum, also wenn ihr so ganz, ganz dünne Beine insgesamt habt, dann ist es wichtig, weil das Bein insgesamt breiter wird und alles, wo ihr das Bein gestreckt habt, weil der Gastrocnemius eben am Oberschenkelknochen ansetzt, das heißt, er läuft über das Kniegelenk, wenn ihr die Beine gestreckt habt, treffen wir den mehr, also diesen schönen Zwillingsmuskel, der die Form dann ausmacht, das habt ihr eben bei Donkeys und bei stehendem Wadenheben. Deswegen beides machen, nicht nur eine Übung, nicht immer nur, und wenn ihr wirklich ein Gym habt, wo nur eine Sache ist, kombiniert euch da was oder wechselt das Gym, weil wirklich beide ganz, ganz wichtig sind, wenn ihr da Fokus auf die Waden setzen solltet, was ihr machen solltet. So, also die 2 Übungen und eine ganz wichtige Sache, ein wichtiger Tipp ist, viele sagen, ja, die Waden muss man, das ist ein Ausdauermuskel, den muss man auf viele, viele Wiederholungen trainieren. Das ist Quatsch. Ihr müsst, um da Größenwachstum oder für Größenwachstum zu sorgen, müsst ihr den genau wie andere Muskeln auch in einem niedrigeren Wiederholungsbereich trainieren. Und da gibt es auch einen etwas unterschiedlichen Ansatz. Der Soleus, also die ganzen sitzenden Sachen, könnt ihr mit etwas mehr Wiederholung machen. Aber etwas mehr heißt nicht 30, sondern eher so 12 bis 15. Das ist
eher so meine Vorgabe, also sitzen ist eher etwas höher Bereich, weil wir da eher die langsam kontrahierenden Fasern haben und alles, was ihr mit gestreckten Beinen macht, solltet ihr wirklich schwer trainieren, 6 bis 8, 6 bis 10 Wiederholungen und ja, das ist so der richtige Wiederholungsbereich und für die Waden. Viele werden jetzt sagen, Simon, du hast keine Ahnung von Waden, du hast ja schlechte Waden. Glaubt mir, ich, der die grottenschlechtesten Waden überhaupt hat, hat sich damit so viel beschäftigt und ich mache Fortschritte und deswegen kann ich euch, glaube ich, sehr, sehr gut sagen, wie es am besten zu Waden, Wadenvergrößerung kommt. Ich wollte sie euch gerade im Gym zeigen, ich habe die Hose nicht drüber gekriegt. Deswegen leider nicht. Nein, ich finde sie wirklich nicht so toll. Aber sie wachsen, sie kommen etwas und ja, das ist halt der wichtigste Tipp dann eben, bleibt dran. Habt bitte, bitte Geduld. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, der Tipp. Habt Geduld beim Wadentraining. Ihr müsst da wahnsinnig Geduld haben. Ich kenne da wirklich Arnie oder so, der hat seine ersten Bilder wirklich immer so, vielleicht könnt ihr euch das ansehen, super Oberkörper und dann steht er so im Wasser. Dann steht er so im Wasser, weil er sich sehr, sehr geschämt hat für seine Waden. Und er ist so dran geblieben. Er hat die Waden so unglaublich intensiv und lange trainiert, bis es wirklich fast schon seine Stärke geworden ist. Und wie gesagt, das ist möglich, ihr müsst aber einfach dranbleiben. Ein bisschen Geduld, wir haben sehr wenig Androgenrezeptoren an den Waden und ja, müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben und uns für jede kleine oder für jede kleine Verbesserung wirklich sehr, sehr freuen oder ja, darüber freuen. So, jetzt kommen wir zum größten Fehler beim Wadentraining und den kennt ihr wahrscheinlich auch, das sind die Jungs, besonders beim Sitzen, sich da drauf setzen und wie auf so, kennt ihr diese kleinen Pferdchen irgendwie auf der Kirmes oder so, die da einfach hoppeln, die da einfach bouncen und dann auch noch im unteren Teil der Wiederholung, im unteren Teil und das hat zwei große Nachteile, das ist wirklich der größte Fehler. Zum einen, ich weiß auch, woher das kommt, viele sagen, ja, aber ich muss ja explosiv trainieren, richtig, explosiv, aber aus dem Muskel und nicht die Achillessehne praktisch dafür nutzen, wie so ein kleines Springseil zu funktionieren. Wenn ihr dieses kleine Bouncen macht, dann ist es wenig Muskelaktivität, sondern wirklich, ihr müsst euch, wie gesagt, die Achillessehne vorstellen als sehr, sehr, sehr starke Sehne. Und natürlich kann die auch in gewisser Maßen euch da ja, so einen kleinen Bounce-Effekt, wie so ein kleines Gummiseil hervorrufen. Das heißt, ihr habt wenig Muskelaktivität, ihr bounce da unten so ein bisschen rum. Ihr könnt das auch, glaube ich, stundenlang machen, weil es eben, ihr merkt es nicht im Muskel. Irgendwann tut es eben in Achillesferse oder im Achillessehnenbereich weh. Und der zweite Teil ist, ich habe gemerkt, dass eben besonders in der Peak Contraction, also im obersten Teil, wenn ihr da so ein bisschen anhaltet, wenn ihr da wirklich versucht, ganz hoch zu kommen, da ist wirklich das der beste Effekt. Das heißt, immer ganz hoch, nicht diesen unteren Bereich, sondern der obere ist viel, viel wichtiger. Deswegen sind auch Übungen zum Beispiel mit einer kleinen Stufe oder so, wo ihr ganz hoch geht und oben kurz haltet, sind effektiver, als wenn ihr nur da unten in der Dehnung arbeitet. Deswegen oben richtig schön, das habt ihr eben bei diesem Bounce nicht. Und deswegen, wie geht's richtig? Ganz runterlassen, kontrolliert in die Dehnung und da ganz kurz anhalten. Kurz anhalten, wirklich fokussieren, die mit dem Kopf die Wade ansteuern und langsam, also nicht langsam, also schon mit Power, aber eben nicht unter Schwung, sondern wirklich schön kontrolliert aus der Wade arbeiten und dann ganz hoch und oben auch nochmal ganz kurz anhalten, die Kontraktion fühlen und dann wieder langsam runterlassen. Dann habt ihr das richtige Wadentraining. Ihr müsst es wirklich kontrolliert machen. Bei der Wade ist es wirklich so, dass man die, wenn man die richtig ausführt, dann auch wirklich fühlt. Wenn ihr bounced, passiert da gar nichts. Versprochen. Ich habe es nämlich auch mal früher gemacht und da passiert wirklich gar nichts. Deswegen, so, jetzt hoffe ich, dass wir wirklich alles um das Thema Waden drumherum ausgearbeitet haben. Deswegen beherzigt die Tipps. Beherzigt bitte, bitte alle Tipps. Gebt dem Ganzen Daumen nach oben. Guckt das Video. Trainiert bitte eure Waden. Trainiert sie richtig. Habt Geduld und dann werden alle bessere, keine super Waden, aber bessere Waden bekommen, die ein bisschen besser zum Oberkörper passen. Und glaubt mir, wir wollen auch mal kurze Hosen tragen. Ich auch. Ich arbeite da wirklich darauf hin, irgendwann kurze Hosen tragen zu können. Bis dahin trage ich noch lange, weil ich sie einfach immer noch nicht passend finde zu meinem Körper. Aber ich arbeite dran und das solltet ihr auch tun. Ich habe viel geredet, aber das war ein allumfassendes Video für die Waden. Deswegen, meine Freunde, abonniert den Channel, bleibt dabei. Schaut bei Facebook, Instagram vorbei und die besten Supplements, die werden eure Waden jetzt nicht riesig machen, aber die unterstützen das Training perfekt. Body AP Nutrition. Bis dahin, euer Simon.